So, da sind wir schon wieder. Eine Woche ist wieder rum. Next News Nummer 7. Es gab wieder viele spannende Themen diese Woche. Wir haben ein bisschen selektiert und euch Folgendes rausgesucht. Tesla nennt neue Eckdaten und Informationen zur geplanten Neuauflage des Tesla Roadsters. Porsche lüftet das Geheimnis um den Namen der bisher unter dem Mission E geführten Reihe. Sono Motors hat es geschafft, das Ziel ist erreicht, 5000 Bestellungen sind erreicht für den Sion. Audi nennt Details zum Aufladen des neuen e-tron. Renault übergibt oder nimmt ein neues Nutzfahrzeug in die Serie und übergibt die ersten beiden Master ZE. Dann ganz spannend und heiß erwartet, Preise für den Hyundai Kona in Deutschland wurden diese Woche online gestellt. Und natürlich Neues von Nextmove. Was gibt es bei uns Neues rund um die Firma und rund um unser Tesla Model 3? Aber zunächst zu Tesla selbst. Der Roadster soll schon 2020 vom Band rollen. Was das dann für die Realität bedeutet, wird sich zeigen. Die Beschleunigung war bereits angekündigt mit ungefähr 1,9 Sekunden für 0 auf 100. Und eine Endgeschwindigkeit soll bei 400 km pro Stunde liegen. Das ist eine ganze Menge. Jetzt wurde noch neu bekannt, dass es eine sogenannte SpaceX-Option geben soll. Die 1,9 Sekunden sind ja nur die Grundausstattung und es soll Raketentechnik verwendet werden, die zusätzlich den Antrieb beschleunigen soll. Also Motoren und Reifen haben offenbar Grenzen, Vorschub zu bringen. Deswegen sollen kleine Raketen helfen, die mit komprimierter Luft gefüllt werden. Das Ganze soll ohne Verbrennungsantrieb natürlich funktionieren. Es braucht offenbar ein bisschen Platz. Die beiden Notsitze würden für diese Option entfallen. Also dann ein reiner Zweisitzer in der nochmal schneller gemachten Version. Außerdem soll es, um diese Beschleunigung und diese hohen Geschwindigkeiten beherrschbar zu machen, neuartige Assistenzsysteme geben, die aber noch nicht näher erläutert wurden. Mission E war bisher der Name für den neuen vollelektrischen Porsche. Diese Woche gab es einige weitere Details, unter anderem einen Namen für das Kind. Taycan soll er heißen. Vollelektrisches Serienmodell, Systemleistung von 440 kW, der in 3,5 Sekunden auf 100 geht. Maximale Reichweite von über 500 Kilometern ist dann die Frage, was das heißt. Das ist Autobahnreichweite, so genau hat man sich da noch nicht eingelassen. Was bekannt ist, ist, dass es ein 800-Volt-System geben soll, um schnelleres Laden und höhere Fahrleistung zu ermöglichen. Also 4 Minuten für 100 Kilometer Reichweite wurde kommuniziert, ein entsprechendes Schnellladesystem natürlich vorausgesetzt. Was wir noch nicht wissen, ist, was das Ding kostet. Ja, beim Tesla Roadster wird es sich wohl oberhalb 200.000 abspielen. Porsche hat da noch keinen Preis-Range genannt. Aber man schafft Arbeitsplätze. 1.200 Arbeitsplätze sollen entstehen und 6 Milliarden Euro sollen bis 2022 in den Umbau eines Motorenwerkes investiert werden. Bei Sono Motors gab es Neuigkeiten. Die 5000 wurden geknackt. Bei der Vorstellung des ersten Prototypen in München war ja die 5000 damals als Einstiegshürde in die Serienproduktion genannt worden. Diese Zahl haben sie diese Woche also erreicht. Und allein, das ist beachtlich, in den letzten 4 Wochen sind über 1000 Bestellungen eingegangen. Sono Motors ist also wieder auf Tour. Auf der Homepage können keine Termine mehr gebucht werden, aber man sieht, wo sie überall auf Tour sind und wo man sie besuchen kann. Das hatten auch wir gemacht. Wir waren also letzte Woche bei Sono Motors zur Probefahrt, sind natürlich nicht einfach nur so hingegangen, sondern haben mal eben das Model 3 mitgenommen. Wir durften die beiden Autos mal auf der Teststrecke nebeneinander antreten lassen, sozusagen in einem kleinen Video. Oder wir haben es gefilmt, unsere Testfahrt, ein kleines Interview noch. Wir haben noch interessantere Neuerungen zum Serienmodell, was also von Prototyp zu Serie noch neu werden soll, erfahren. Und stellen das Video heute auch mit online und verlinken unten auch nochmal einen Imagefilm von Sono Motors, der sehr stimmungsvoll und schön ist, mit ein paar Impressionen, wo man berechtigterweise die 5000 feiert. Wir gratulieren dazu. Tolles Auto. Wir hoffen, dass es bald auf die Straße kommt.
Zum Audi e-tron gab es Details zum Aufladen des Fahrzeuges. Audi hat verkündet eine Kooperation mit SMA und Hager. SMA also einer der Marktführer im Bereich Solarwechselrichter und auch Batteriespeichersysteme oder Wechselrichter für Batteriespeichersysteme. Und Hager ein Unternehmen, was sich auf Sicherungs- und Haustechnik spezialisiert hat. Dort gibt es also eine Kooperation. Serienmäßig soll der e-tron mit 11 kW, also dreiphasig 16 Ampere laden können. Optional eine 22 kW Ladung möglich sein. Und es sollen variable Stromtarife genutzt werden, also intelligent mit dem Fahrzeug kommunizierend. Man stellt möglicherweise eine Abfahrtszeit ein. Und das Management im Haus sagt dann, okay, da reicht es, wenn ich heute Abend anfange zu laden, wenn es entsprechend billiger ist und ich das Fahrzeug einfach nur ranstecke oder vielleicht auch auf eine induktive Ladeplatte stelle und das Auto dann selbstständig lädt. Genauso soll eine Kommunikation über ein hauseigenes Lastmanagement stattfinden, dass wenn also sehr viele Verbraucher im Haus an sind, das Auto in der Ladeleistung sich vorübergehend entsprechend zurücknimmt, um die Gesamtlast des Hausanschlusses nicht weiter hochzufahren, was natürlich, wenn sehr, sehr viele Elektroautos in deutsche Haushalte einziehen soll, ein richtiger Schritt ist, dass nicht alle zur Stoßzeit sich unbegrenzt im Netz bedienen können, sondern entsprechend netzschonend laden zu Zeiten, wenn sonstige Verbraucher nicht im Haus aktiv sind. Also spannender Schritt und spannende Ankündigung von Audi in dieser Richtung. Bei Renault gab es Neuigkeiten zum neuen Nutzfahrzeug, dem Master ZE, angekündigt mit einem Serienausstellungsmodell auf dem Pariser Autosalon vor bereits anderthalb Jahren. Bisher ist er nicht gekommen. Jetzt wurden feierlich sozusagen die ersten beiden Fahrzeuge des größeren Nutzfahrzeuges an die holländische Post übergeben. Es sollen also Auslieferungen in Europa jetzt beginnen. Der Einstiegspreis in Deutschland inklusive Mehrwertsteuer und Batterie, also keine Mietbatterie, sondern Kaufbatterie, liegt bei 71.000 Euro brutto. Das ist also eine ganze Menge. Dafür gibt es den Kastenwagen in der kleinsten verfügbaren Variante mit ungefähr 8 Kubikmetern Ladevolumen. Reichweite wird angegeben mit bis zu 200 Kilometer. Realistisch sind eher 100 bis 120. Der kriegt also den gleichen Antrieb des Kangoos. Da kann man ungefähr darauf schließen, wie weit das Auto fährt, weil ein bisschen größer und schwerer ist er ja dann doch. Eine Schnellladefunktion gibt es leider nicht und aktuell ist er in Deutschland auch noch nicht bestellbar. Der Paukenschlag diese Woche kam unserer Meinung nach von Hyundai. Gestern gab es eine Pressemitteilung, dass es für den Kona Preise gibt in Deutschland. Das Einstiegsmodell mit dem 39 Kilowattstunden Akku in der Ausstellung Trend startet ab 34.600 Euro. Die Preisliste nach oben ist ein Premium mit dem großen Akku. Den Premium gibt es also nur mit dem großen Akku mit 64 Kilowattstunden nutzbar. Dort liegt der Listenpreis bei 45.600 Euro. Reichweiten im WLTP-Zyklus liegen bei 312 bzw. 482 Kilometer. Das sind also praxisnahe Werte. Es wird ähnlich wie zum Ioniq die Ausstattungen Trendstyle und Premium geben. Allerdings liegt das Ausstattungsniveau doch schon etwas über dem Ioniq. Wir werden also ein Head-Up-Display ab der Variante Style erleben und haben schon im Trend eine Akkuheizung und auch eine Sitzheizung verbaut. Interessanterweise ist er in den Ausmaßen doch geringfügig größer als das Verbrennermodell. Das liegt aber im Bereich 2 cm in der Länge und in der Höhe. Optionen werden sein verschiedene Lackierungen und das Schiebedach. Eine Unilackierung gibt es nicht. Es gibt ein Galactic Grey Metallic, also eine Metallic-Lackierung als Grundfarbe, die ohne Aufpreis zu haben ist. Die anderen Farben kosten 590 Euro Aufpreis. Es ist eine bunte Farbpalette, lebhafte Farben, die man sich heute schon im Konfigurator des Verbrenners angucken kann, sind also die gleichen Farben. Optional sind auch Zweifarbenlackierungen mit schwarzem oder weißem Dach in bestimmten Kombinationen verfügbar. Allerdings wird es vermutlich für diese Zweifarblackierung eine höhere Lieferzeit geben. Was möglicherweise auch eintreten wird, ist, dass die Händlerpreise voraussichtlich sehr nah am Listenpreis sich bewegen werden.
Natürlich geht die Staatsprämie ab, aber Rabatte im Bereich eines Ioniq, auch da gab es ja eine Anpassung von Hyundai, dass der Listenpreis sich nicht geändert hat, aber der sogenannte Straßenpreis erhöht wurde. Dieser Trend wird sich also beim Kona voraussichtlich fortsetzen. Was gab es Neues bei Nextmove in der letzten Woche? Wir waren dabei bei der Lipsia Emotion 2018, ich persönlich zum fünften Mal. Wir haben ein kleines Video auch gemacht, ein paar Impressionen eingefangen. Das haben wir gestern online gestellt in unseren Kanal. Ansonsten haben wir weiteres Material produziert sozusagen, und zwar mit unserem Tesla Model 3 haben wir die Bremsen und den Autopilot uns nochmal intensiv und näher angeschaut und haben zwei Videos vorbereitet, die in diesen Tagen noch geschnitten werden und dann nächste Woche online in unserem Kanal zu finden sind. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, wir freuen uns, wenn er uns abonniert. Ansonsten ist es so, dass wir mit dem Event so weit sind, dass wir voraussichtlich am Wochenende auf unserer Homepage das Anmeldeformular eröffnen. Auf der Startseite werdet ihr direkt den direkten Link finden. Es wird also insgesamt 5 Timeslots geben, also 5 sozusagen 5 Gruppen, die das Event besuchen können. Wir werden 5 Autos auf der Strecke haben und noch verschiedene Autos aber auch sozusagen in der Ausstellung haben und noch weitere kleine Überraschungen am Rande des Events in Planung. Da wollen wir noch nicht alles ausplaudern. 79 € ist sozusagen euer Unkostenbeitrag. Wir hatten letzte Woche darüber berichtet und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder hier in den Next News, Nummer 8 dann schon nächste Woche.